Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kochen lernen mit Tom. Es ist die Folge 438. In einem der letzten Rezeptvideos hatte ich euch ja mein Korianderöl nicht vorgestellt, aber mitverwendet. Und heute möchte ich euch mein Korianderöl in einem Rezeptvideo zeigen. Was wir dazu brauchen, wie das Ganze funktioniert, seht ihr gleich nach dem Einspieler. Viel Spaß mit dem Video, euer Tom. Ja, was braucht ihr für das leckere Korianderöl, welches ihr natürlich, wenn ihr keinen Koriander so mögt, könnt ihr das Ganze auch mit einer Petersilie machen, also Petersilienöl, aber möglichst dann mit einer glatten Petersilie und nicht mit der gekräuselten. So, ich mache jetzt wie gesagt Korianderöl. Dazu habe ich hier ein wenig frischen Koriander, ein bisschen frisches Meersalz. Also frisches Meersalz ist auch gut gesagt, also Meersalz, ein wenig Zitrone. Und ein gutes Olivenöl. Wir brauchen dafür einen Zauberstab und ein hohes Gefäß. Ich mache heute etwa ca. 100 ml Korianderöl. Und dafür geben wir unseren Koriander, den wir vorher gewaschen haben, in ein hohes Gefäß. Die Stiele ruhig mitnehmen. So, dann gebt ihr ein frisches, gutes Native Olivenöl hinzu, das grobe Meersalz und dann von der Bio-Zitrone etwas Abrieb. So, jetzt wird es gleich ein bisschen laut, dann nehmen wir den Zauberstab. Ich habe hier ein neues Modell, das zeige ich euch demnächst mal in einem extra Video. Und wir pürieren das Ganze jetzt. Und ihr sehen könnt, super flüssig, ein wunderbares Öl schon mal. Ja, unser so gefertigtes Öl geben wir dann in unsere kleine Flasche. So Freunde, das ist jetzt mein leckeres Korianderöl. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Petersilie machen, wenn euch Koriander nicht so behagt, weil manche Leute mögen ja kein Koriander, aber mit Petersilie, mit der groben, also nicht mit der kräuselten, sondern mit dieser glatten Petersilie. Ihr müsst mal schauen, wo ihr die kriegen könnt. Ja, aber damit könnt ihr das Öl auch machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Video wieder dabei, kommenden Sonntag. Ich würde mich über eure Kommentare und Likes sehr freuen. Daumen nach oben sind natürlich auch gern gesehen und neue Abonnenten natürlich auch. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderbares Weekend und bis bald, euer Tom.